Hier spricht Ostra, das ist der Monat der Helden, das ist Darkest Dungeon und ich habe mich entschieden, den Kreuzfahrer, den wir durchs Event bekommen haben, der wird unser einziger Charakter in dieser Woche sein und er heißt Nightrunner. Willkommen im Anwesen. Ich habe schon mal unsere Menge an Helden etwas erhöht und sonst müssen wir mal schauen. Was ich vorhabe, ist uns diesen Ring der Konzentration zu holen, denn diese sind, man sieht es hier, leicht overpowered mit 12 Präzision, einem Crit und wir scheißen auf das Ausweichen. Alles andere ist Müll. Jetzt müssen wir nur schauen, was zur Hölle gegen den Nekromanten mitnehmen. Jetzt haben wir natürlich mehrere Optionen. Ich hätte natürlich gerne einen zweiten Heiler, habe ich aber nicht. Und Ingrid selber ist sich zu fein zu gehen, denn dafür ist das Level zu hoch von ihr. Und deswegen nehme ich einmal den Nightrunner mit. Auch weil er deutlich weniger Probleme hat als... Oh, ne, Moment. Als Nestro, zumindest für das, was wir jetzt vorhaben. Ich glaube, wir nehmen wieder Maika mit, weil Maika macht alle fertig. Eventuell nehmen wir Björn mit. Obwohl er keinen Schaden macht. Wir brauchen was, was richtig Damage reißt. Auf Untote. Da haben wir nicht ganz so viele. Wir können mich selber mitnehmen. Und uns irgendwo hinstellen. Eventuell machen wir das. Eventuell nehmen wir, wie gesagt, Maika mit. Eventuell sollten wir Grusella mitnehmen. Ich meine, wir sind in den Ruinen ganz gut. Und wir sind auch tödlich. Und wir haben alles, was wir brauchen. Können auch viele Reihen angreifen. Wichtig ist natürlich, weit hinten anzugreifen. Das haben wir natürlich hier mit nicht abgedeckt, aber mit Maika und mir selbst haben wir das abgedeckt und ich kann auch in der dritten Reihe stehen, ist überhaupt kein Problem. Also machen wir mal diese Gruppe und ich habe jetzt schon Angst davor, denn wir haben keine richtige Heilung außer hier bei Nightrunners Banner. Trotzdem ist das wohl die Gruppe, die wir nehmen werden. Also haltet euch alle fest. Wir schauen mal eben, wer eventuell noch Sachen bekommen kann. Ich kann eine bessere Waffe bekommen. Das ist gut. Können wir eventuell... Nein, können wir nicht. Okay. Dann sollten wir eventuell die Gilde verbessern. Aber ich sage euch so viel. Nein, können wir nicht. Fuck. Tja. So ist es. Wir bleiben im Moment weiterhin bei dem Plan. Die aufgestellten Regeln sind die Regeln. Verdammt. Da darf ich mich nicht von leiten lassen. Wir schauen mal. Irgendwo müssen wir noch ohne Ende Loot rumfliegen haben. Deswegen nehmen wir uns mal allen Loot, den wir irgendwo haben, erstmal wieder zurück. Hoffen, dass hier niemand irgendwo drin rumgeistert, wo er das eventuell verlieren kann. Ist nicht so. Okay. Wir nehmen für Nightrunner mehr Leben mit und eine höhere Chance, Gegner zu betäuben. Ja, ich weiß, das kontert ein bisschen das eine und das andere. Geschwindigkeit hat er schon genug mit zu kämpfen. Da müssen wir uns keine Sorgen drum machen. Grusella nimmt den Kopf mit. Und das Nahkampfding, damit sie eindeutig am meisten Schaden macht. Ich selber nehme. Gute Frage. Wir könnten schneller werden, damit ich schön schnell bin. Aber ich denke mal, so richtig schnell möchte Maika sein. Und Maika möchte auch am meisten Schaden machen gegen Scheusale. Und will dafür ein bisschen Leben verlieren. Obwohl wir gegen Scheusale hier nicht so Probleme haben, wir kämpfen hier eher gegen Menschen. Aber wir haben leider keine Items dafür.
Dann nimmst du sowas mit, damit wir eventuell vergiften können, und ich nehme... Tja. Tja, was nehme ich mit? Ausweichen? Ausweichen nehme ich mit. Ja, es ist nichts anderes da. Also werden wir mit dieser Gruppe gehen. Auf geht's, wir brauchen nämlich den Ring. Wir nehmen ein bisschen mehr Essen mit. Weil wegen, das ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gruppe. Wir nehmen 4 davon mit, wir nehmen 4 davon mit, wir nehmen 4 davon mit, wir nehmen 4 davon mit. Wir nehmen ein paar Fackeln mit und ein paar Schlüsselchen, denn es kann nicht schaden. Ich weiß, ich kaufe viel ein, aber wir sind auch nicht unbedingt mittellos und wir haben Angst. So früh schon alle möglichen Bosse anzugehen, immer wieder mit Level 0 Helden. Ich weiß, das ist riskant, aber der Rest sollte das eigentlich hinkriegen, sagte er und fiel dann zu Boden, weinend. Wir haben noch keinen Kopfgeldjäger gesehen und auch noch keinen Hundemeister. Oh, das müssen wir erstmal gleich... Sehr schön. Sehr schön. Das müssen wir gleich erstmal zählen. Ein Raum, 2, 3, 4 Räume. Ein Raum, 2, 3, 4, 5 Räume. Also wir wissen, der Boss ist hier in dieser Ecke. Und bevor wir jetzt irgendwas machen, gehen wir zum Boss. Das ist mein Plan. Und hier werden wir nicht mehr langkommen, deswegen können wir hier in aller Ruhe allen Scheiß schon mal mitnehmen. So. Und hier kann uns auch erstmal keiner... krumm kommen. Ich hoffe, wir kriegen noch einen Scout entweder hier oder hier. Nein! Ah, ist okay. Ich nehme auch den Damage. Ist kein Problem. Ist zwar weniger Schaden, als wenn ich eine Dings drauf sprechen würde. Als wenn ich eine... heiliges Wasser drauf sprechen würde. Ich denke, wir werden nicht... Perfekt. Bam! Ein Lebenspunkt noch. Dann werfen wir mal ein paar Dolche. Und jetzt geht's richtig los. Das ist völlig in Ordnung. Damit rechnen wir jederzeit. Minus 3 Geschwindigkeit. Ey, leck mich doch am Arsch da. Du hast 4 Leben. Du bist tot. Und wenn alle Stricke reißen, kannst du dich selber heilen, Nightruna. Möchtest aber eher in den Kampf. Hatte ich gedacht. Ich hatte gedacht, du möchtest in den Kampf. Aber geht wahrscheinlich auch ohne. So, wir machen dir erstmal das Bluten weg. Das kannst du nicht gebrauchen. Wir sollten nicht alles anfummeln in diesen Gängen, denn diese Gänge müssen wir wieder beschreiten. Da wir 20% mehr Schaden machen, habe ich die große Überlegung... Scout? Habe ich die große Überlegung, dass wir eher nicht... Wir gehen andersrum zurück, von daher können wir hier alles mitnehmen. Habe ich die große Überlegung, nicht campen zu gehen und den Boss so anzugehen. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr überrascht seid, mich zu sehen. Ich möchte Folgendes tun. Ich möchte dich erledigen, weil ich möchte nichts von deinem ekelhaften Wein haben. Dankeschön. Ich möchte dich erledigt haben, weil du mich auf... töte ihn! Ich könnte ihn immer noch zeigen, wo die... Ah! Die haben alle davor Angst, Lesen beigebracht zu bekommen. Und das finde ich sehr gut. Denn da haben wir eine Menge, was wir denen beibringen können. Und eine Menge, vor was die Angst haben werden. Flams. Dolchwürfe. Und... Nightruna, ich habe das Gefühl, du bist sehr langsam. Tja, eigentlich brauche ich alle... Alles! Ich brauche fucking alles! Ich will nichts zurücklassen, aber 125 Gold können wir mal heute ausnahmsweise liegen lassen. Hi! Wow, bist du schnell. Wow, wie schnell bist du? 8. Ah, okay, du bist genauso schnell wie die anderen.
12 Schaden, again. Du hast auch so 7. Maika sollte langsam dran sein. Danke. Wir können stressschonend arbeiten. Wir können aber auch einfach kämpfen. Denn wir haben immer noch das hier. Das ist so eine witzige Attacke mit Grusella. Ich weiß nicht mal warum. Danke, Nightwuna. So, ich meine, wir machen 20% mehr Schaden. Was haben wir hier? Nehmen es mit. Wieder 125 Gold. Yay. Yay. Und fucking yay. Guck da rein, Nightwuna. Du hast keine Angst davor. Dieser Sarkophag ist leer. Gut, wir werden hier campen. Wir werden nicht so viel essen, weil wir nicht so viel essen müssen. Wir werden Folgendes tun. Jetzt müssen wir mal genau überlegen, was wir machen. Wir können dann natürlich ohne Ende Damage rausholen, auch hier. Und ich glaube, das werden wir machen. Nächtliche Angriffe werden wir verhindern und das war's. Ne? Okay, jetzt mache ich nämlich sehr viel Schaden mit meiner Pistole. Und 8% mehr Crit finde ich auch nicht schlecht. Außerdem können wir gleich in den Secret Room gehen, haben jetzt Platz geschaffen, dadurch, dass wir jetzt campen waren. Und erhalten keine Köpfe mehr, das ist auch nicht schlimm. Wir brauchen keine Bandage mehr. Wenn ich jetzt sage, wir brauchen keine Fackeln mehr, weiß ich ganz genau, das ist eine Lüge. Wir lassen mal die Urkunden weg. Eigentlich brauchen wir alles, aber wir brauchen auch Geld. Von daher ist es nicht so schlimm. Wieder 100 Gold liegen lassen. Das ist es. Diese Kleckerbeträge, ich merke das schon. Das geht richtig aufs Geld. Oh, wir machen mal richtig schön hell. Und dann können wir jetzt richtig schön in den Kampf gehen. Auf geht's. Na komm mal her, kleiner Nekromane. Hi. Ach, du hast auch. Du kannst auch. Kannst du lesen? Ich hoffe, du kannst lesen, weil sonst bringe ich dir jetzt Lesen bei. Hep, 17er Crit. Sehr schön von mir selbst. Danke, ich selbst. Kein Problem, ich selbst. Die kratzenden Toten. Au. ...11 bis 21. Bitte? Außerdem, ich habe was zu lesen für euch. Hat nicht gereicht. Schade. Hier ein Dolchwurf, weil der immer schön stark ist. Weil er hat noch Hälfte Leben. Es sollte normalerweise... Au! Es sollte normalerweise möglich sein, dass wir jetzt hier... Peng! Dass wir hier alles richtig machen. Wir können alle drei treffen. Wir werden alle drei treffen. Und Nightwuna lasse ich einfach kämpfen. Wir können versuchen, ihn zu stunnen. Boom, mit einem Crit von 5? Kein Problem. So mag ich meine Crits. Wir können dich mit Giftpfeilen weiter bombardieren. Und ich überlege, warum nicht. Wir können auf dich schießen. Du hast noch 16 Leben. Du bist im Arsch, mein Freund. Fast, will ich behaupten. Wir können heilen, weil er erledigt sich gleich selber. Ich heile ihn selbst. Beziehungsweise Nightwuna heilt sich selbst. Wir können noch Gift auf ihn werfen. Natürlich mit dem Crit ist ja kein Problem. Wir können das hier machen. Und dann ist gut. Schon wieder irgendwas. Betäuben, schwächen. Können wir noch, kann irgendjemand noch was tragen? Nein? Dann. Tja. Dann ist das halt so.
Nein, ich möchte weiterlaufen. Dankeschön. Danke der Nachfrage. Wir sind noch nicht hier fertig. Wir müssen diesen Dungeon bis aufs... Wir müssen ihn ausplündern, solange es noch geht. Au. Au. Okay. Oh, eine Fackel, geil. Falls wir jetzt auf den... Also, nochmal. Also, ich bin im Moment der Meinung, es ist besser, dass die Leute andere Fähigkeiten lernen dürfen. Und dafür werde ich komplett ohne Licht laufen. Diese Regel können wir einführen oder besser tauschen. Und das fände ich nicht ganz... Schöner Crit. Das fände ich nicht so schlimm. Also, wenn ihr das gerne wollt, beziehungsweise wenn ihr das auch für sinnvoll erachtet, weil dann könnte ich auch... Ich sag jetzt mal, bei den Helden wäre es dann nicht so schlimm, welche Fähigkeiten die haben, sondern dann kann ich deren die Fähigkeiten einfach beibringen. Und es ist jedes Mal spannend, weil ohne Licht haben wir auch immer wieder die Möglichkeit, auf den Schlurfer zu treffen. Und im Moment haben wir... Och, 32er Crit, what? Im Moment haben wir diese Chance nicht, dass wir auf den Schlurfer überhaupt treffen. Zwei Leben ist nicht viel, oder? Und das wäre so eine Möglichkeit, das noch zu tauschen. Wir sind ja erstmal in der zweiten Woche. Wir haben ja noch... Es liegen ja noch zwei vor uns und dann gucken und dann den Rest so ein bisschen erledigen. Und das ist eine Möglichkeit, die wir haben. Ist nur die Frage, was ihr dazu sagt. Wir können natürlich jetzt hier hochgehen. Come on! Yeah. So kann ich nicht weiterleben. Wir haben auch viel zu viel Essen dabei. Just saying. Das hätten wir, falls wir Hungerticks bekommen sollten. Wäre alles nicht so schlimm. Und außerdem geht uns gleich das Fackellicht. Nicht Bücher lesen, okay. Außerdem geht uns gleich das Fackellicht aus. Bevor ich eigentlich auch nicht so eine Heidenangst habe. Solange uns solche Gruppen nicht überraschen, sollten wir ganz okay sein. Oh, yes. Komm, Grusella. Wiedersehen. Tja, wo sind deine Spinnenfreunde hin? Da, wo du jetzt auch hingehst. Nice. Schon wieder ein Ring der Scheusale. Porträts. Brauchen wir noch Schaufeln? Sieht nicht danach aus. Wir lassen die Schaufeln hier. Wir lassen das Gold hier. Gucken, was in der Kiste drin ist. Fass sie an. Gold. Gold. Von allen Dingen. Naja, ob wir es jetzt hier anmachen oder woanders, ist völlig Wumpe. Also können wir auch das Licht hier anmachen. Ich meine, ich bin natürlich gewillt. Die Sache ist, bei weniger Licht kriegen wir natürlich auch mehr Loot, was die Sache natürlich auch wesentlich interessanter macht, weil die Strapazen lohnen sich dann auch. Das nennt man High Risk, High Reward. Und so möchte ich das eigentlich gerne auch haben. Im Moment ist das einzige Risiko, was wir haben, wenn uns irgendwie das Fackellicht ausgeht, weil dann wird es merkwürdig. Aber nicht schlimm, weil unsere Leute eigentlich alle, bis auf der eine oder andere, gar kein Problem hat mit den Ticks, die er gerade hat. Und das finde ich sehr gut. Ist die Frage, wo wir lang gehen? Geradeaus oder links? Ich bin dafür, dass wir erstmal nach... Gucken wir mal, was es hier gibt. Bücher. Oh, warte mal. Bücher sind blöd. Wir möchten keine Bücher anfassen. Lassen wir mal besser. Grusella diesmal? Yes. Und weg mit dem Stress. Wir kommen mit weniger Stress raus, als wir reingegangen sind. Das ist das Merkwürdige an Fackeln. Bandage brauche ich nicht, aber das Licht nehme ich mit. Und wir sind auch sehr schnell, weil wir haben ja schon den zweiten Boss besiegt, was ich auch cool finde. Und wir trödeln nicht so rum. Das mag ich. Wir können den erledigen, wenn wir wollen. Wir können es zumindest versuchen. Er wird am Bluten sterben, also können wir hier ein bisschen heilen. Nightrunner, ey, hebt das Banner und heilt damit seine Freunde. Gebt ihnen neuen Mut. Während der Rest gerade stirbt. No. Solange wir keinen Crit abkriegen, kannst du bluten bis nächste Woche. Ist mir völlig egal. Nice. Ich finde es schön, dass wir so schnell sind mit den Leuten. Wieder eine Journal Page. Hi.
Diese dunklen Höhlen triefen vor Feuchtigkeit und es ist unerträglich. Ich hätte mir fast den Fuß gebrochen. Das haben wir schon mal gelesen. Sowas haben wir schon. Sowas hätten wir gerne. Wir lassen das Gegengift hier. Wir hätten diese ganze Scheiße nicht mitnehmen sollen. Wir hätten das alles nicht kaufen müssen. Wir hätten das alles nicht kaufen müssen in der Stadt. Wieder ein Crit Scout, wow. Da unten sind zwei Kurios. Tja. Ja, ja, habt Hunger, ist mir völlig egal. Esst ruhig was. Wir gucken mal eben, was hier drin ist. Und dann gehen wir, glaube ich, hier rüber, lassen hier unten die Kurios ruhig liegen. Ah, einen Sarg möchte ich natürlich nicht anfassen. Im Moment sind wir auch völlig drüber mit irgendwelchen Sachen. Come on! Sehr schön. Boom! Oh. Na, Tuna, wenn du dran bist, zeig ihnen, wie man liest. Sehr gut ausgewichen, Maika. So liest man richtig. Lesen kann tödlich sein. Ich hab's immer gesagt. Tag 4, der Weg in diesem vermaledeiten Dorf war nicht nur schwer zu finden, sondern auch ist beschwerlich. Das haben wir auch schon gelesen. Guck da rein, Nightrunner. Oh nein, er hat Tananophobia gekriegt. Ha. Er hat nun mehr Angst, wenn er wenig Leben hat. Wie jeder normale Mensch auch. Sehr schön. Überhaupt kein Stress, wenn wir aus dem Dungeon gehen. Das finde ich so richtig schön. Wir haben noch einen Schlüssel. Boop. Wir lassen den einen Schlüssel hier. Wenn jetzt noch was kommen sollte, dann ärgere ich mich halt. Was soll's? Was gibt's hier drin? Außer wenig Licht. Noch ein Sarg. Nein, Tuna. Noch schlimmer kann es nicht mehr werden. Schöner Wurf. Das hätte besser sein können. Das hätte leicht besser sein können. Wir könnten dich erledigen, wir könnten dich erledigen, wir können versuchen, beide zu erledigen, wir können auch einfach mal stunnen. Und Nightrunner, du weißt, was zu tun ist. Bring ihn Lesen bei! Hup. Sehr schön. Ich mag auch diese Kombination aus Pistole und Dolchwerfen. Finde ich sehr cool da hinten. Und obwohl wir wenig zu heilen hatten, hatten wir doch eine ganze Menge zu lachen. Nimm alles mit. Nimm das mit. Der Rest ist Müll. Und nimm die mit, wenn alle Stricke reißen, nimm den Kack mit. Oh, das muss Nightrunner machen, weil der hat schon das Problem mit dem Tananophobia. Schlimmer kann es nicht werden. Ich würde sie gerne mitnehmen. Ja, ist es doch wieder sinnvoller, als diese komischen Müllschmuckstücke mitzunehmen. Gute Runde, 14.000. Boah, ey, meine Fresse. Und natürlich eine jede Menge Zeug zum Verbessern in der Stadt. Maika wird noch robust. Maika, was ist los mit dir? Sie will der allerbeste Held werden, den dieses Dorf je gesehen hat anscheinend, weil das ist schon ziemlich geil. Wirklich? Und jetzt kriegen wir die? Ist ja kein Problem. Wir nehmen dich. Wir nehmen dich. Auch wenn du wenig Leben hast. Und unvorbereitet in die erste... Oder? Nehmen wir dich? Du hast Furcht vor Scheusalen. Du bist aber ziemlich robust. Aber du hast Gruppenheilung. Aber du bist scheiße in der ersten Runde. Gruppenheilung wäre so gut. Aber du kannst alles, was du tust, vom dritten Standpunkt aus. Das ist also auch nicht so schlimm. Wir nehmen dich mit. Wir haben für eine Vestalin keinen Namen, mal wieder. Also wir haben Ingrid Grimm. Wir nehmen sie erstmal mit, bevor wir den Namen ändern. Moment.
So, wir haben Ingrid Grimm und wir haben jetzt die Jammerliese. Nein. Wir nennen dich... Was mit L wäre schon schön. Laverna. Du heißt Laverna, herzlichen Glückwunsch. Finde den Namen schön. Du bist dabei. Gibt's sonst irgendwas? Nö, im Dorf sonst ist nichts passiert. Wir haben aber auch Kopfgeldjäger in der Auswahl. Sogar eigentlich richtig gut, naja. Naja. Na, ist kein Verlust. Ist kein Verlust. Wir dürfen nur einen die Woche, also nehmen wir es aus dem Event. Weil wir auch dringend einen Heiler brauchen. Und ich glaube, Stress ist gar nicht so ein Problem. Ingrid hat ein bisschen Stress und Ingrid will nur was? Was will Ingrid nur, um Stress abzubauen? Gar nichts? Wie soll das funktionieren hier? Kann mir das einer erklären? Sie will im Dorf nur spielen. Sie darf im Dorf nicht spielen. What? Okay. Ingrid, wir werden Probleme miteinander bekommen. Oh ja. Oh ja, ich will den Anhänger der schnellen Reaktion. Meiner. Ich kann mich nicht dagegen wehren, den zu kaufen. Der ist zu awesome. Außerdem haben wir jetzt den Fokusring. Das heißt, wir sind good to go. Und wir möchten gerne in die Meereshöhlen. Wir gucken mal eben auf die Karte, beziehungsweise auf die Uhr. Ah, wir können in der nächsten Runde zwei Dungeons machen. Und ich würde jetzt sagen, wir brauchen eine kleine Pause vom Monat der Helden. Und natürlich auch von den ganzen schrecklichen Ereignissen, die sich hier abspielen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.